Hallo liebe Menschen, heute soll es ein Update zu meinem Teich geben. Da habe ich ja schon mal zwei Teichvideos veröffentlicht, was wir da gemacht haben mit Triatraktiv, also mit EM, mit Zeolit und mit EM-Keramikpulver haben wir den behandelt vor langer Zeit schon, 5 Jahre, 6 Jahre her und länger, so lange wie er existiert, 2012 wurde er gebaut. Und da war die Frage, da soll ich doch mal ein Update zu machen. So sieht er heute aus in diesem sehr, sehr heißen Sommer und wir gucken mal, ob wir nicht einen Frosch aufscheuchen können. Weil normalerweise sitzen hier 30 Frösche drum. Da springt einer. Da noch einer. Da noch einer. Da, 2 Stück. Also an Fröschen haben wir keinen Mangel, das ist quasi eine Froschzucht hier. Und es ist auch immer ein schönes Gequake, wenn es dann ans Ableichen geht. Ja, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und mein Teich, also man merkt es in diesem warmen und sehr trockenen Sommer, der Teich ist eine Labsal für den ganzen Garten. Da kommen die Katzen hin, da kommen die Insekten hingeflogen, um sich zu versorgen. Da kommen Vögel, um zu trinken, Libellen. Alles versorgt sich hier sozusagen in der Nacht mit Wasser. Selbst die Pflanzen, man sieht hier, wie schön saftig das Gras und der Klee wächst, direkt am Ufer des Teiches, weil wir nämlich so ein bisschen so einen Dochteffekt haben. So ein bisschen wird hier immer Wasser rausgezogen. Und ich schwenke mal auf den normalen Wiesenboden daneben. Der ist nämlich gelb und abgestorben. Kommt sicherlich wieder, wenn wieder was regnet, aber dass immer noch eine Gürtel grüner Pflanzen um den Teich ist, das macht schon was aus. Dass die Natur, dass viele Tierarten sich hier versorgen können. Ja, dann, man kann hier gar nicht so tief gucken, weil ich alles voll habe mit diesen Krebsscheren und dem Hornkraut. Also wenn man versuchen würde, hier irgendwas freizuräumen, kommt man vielleicht 1 Meter tief oder so. Aber, oder auch, also der Teich ist insgesamt fast 2 Meter tief in der Mitte. Und ich denke mal, wir haben hier auch Sichttiefen von bis zu 2 Metern. Aber da wir so viele Wasserpflanzen drin haben, ist das immer schwer zu sehen. Und wir haben so viele Wasserpflanzen drin, weil ich die ja regelrecht züchte. Also ich könnte die natürlich rausmachen, alle Krebsschere. Das sind diese, da ich nehme mal eine raus hier, das sind diese, sehen aus wie Aloe Vera, scharf. Da kann man nicht verletzen, vielleicht nicht, aber es piekst ganz schön. Da ist unten so eine kleine Haftwurzel dran, aber eigentlich zieht er seine Nährstoffe aus dem Wasser und entzieht damit dem Wasser die Nährstoffe und damit können die Algen nicht mehr wachsen. Also Krebsscheren sind berühmt dafür, dass sie sauberes Wasser machen. Und man sieht schon, dass hier noch einiges anderes an Pflanzen dranhängt. Und dass die auch ganz, ganz verschieden aussehen kann, die Krebsschere. Das zeige ich gleich nochmal. Und diese Krebsschere züchten wir hier regelrecht und dazu leite ich ab und zu mal sogar Abwasser in den Teich, also nährstoffreiches Wasser, um das zu erreichen, dass wir den züchten. Also meinem Teich geht's gut, er hat klares Wasser, er hat ganz viel Bewuchs und klares Wasser, obwohl ich da sogar Abwasser hin und wieder reinleite. Und man sieht an diesen Krebsscheren hier, dass sie relativ dünne Blätter haben. Und wenn das Wasser zu nährstoffarm ist, dann wachsen die Krebsscheren gar nicht. Und wenn es so ein bisschen Nährstoffe hat, so wie hier, dann kriegen sie diese dünnen Blätter. Und ich kann ja mal zeigen, ich habe gerade Krebsscheren von meinem Vater geholt aus dem Garten. Der hat da regelrecht ein Schlammloch hinter seinem Garten. Und dann sehen die Dinger so aus. Dann haben die also 2 Fingerdicke, ganz flache und dicke, dicke Blätter. Und das kommt, weil wenn die sehr viel mehr Stickstoff haben und die Wassertiefe nicht so hoch ist, nicht so tief ist, dann wächst entsprechend mehr, dann
kriegt man diese dunklere Farbe und diese dickeren Blätter. Und wir sehen hier auch gleich das Hornkraut. Das sind ja die Sachen, die wir im Shop auch verkaufen. Hornkraut und Krebsschere. Und dieses Jahr wurde nicht genug gekauft, deswegen ist der ganze Teich zugewuchert. Also jetzt ist der Moment, um mir Krebsschere abzukaufen, damit mein Teich wieder ein bisschen offener wird. Und das ist zum Beispiel eine Variante auch, um Teich klar zu kriegen. Hornkraut hat auch keine Wurzeln saugt die Nährstoffe direkt aus dem Wasser und man kann den zerreißen, in fünf Ecken des Teichs schmeißen und der wächst wieder an. Also das ist auch ein flacher Teich hier, der ist nur 30 cm tief. Hier an dem Rand sehen wir, was ich gemacht habe mit dem, also es ist ein Folienteich. Da ist auch ein Frosch zu sehen. Moment, kann ich mal ranzoomen. Da ist unser Frosch. Die sitzen hier also immer rundherum um den Teich und warten ab. Und daneben sieht man, darunter sieht man diese Schnüre. Da haben wir nämlich ein Geflecht von Hanf. Hanfgeflecht, so ein grobes Hanfgeflecht haben wir da in der Erde verankert, verbuddelt und über den Folienteichrand gelegt, damit einfach die Teichfolie nicht der Sonne ausgesetzt wird. Sieht auch nicht so schön aus. Und dann bewächst sich diese Hanfnetz mit Gras, mit Klee. Man sieht, wie schön das hier über den Rand rüber wächst. Das ist nur dank dieses Hanfgeflechts und mit Moos. Und dass man da also natürlichen Bewuchs hat, wo die Tiere auch rein und rauskommen und nicht an der Folienwand abrutschen. Und entsprechend hat das aber noch einen Zusatzeffekt, nämlich diesen Dochteffekt. Man hat jetzt quasi lauter kleine Dochte, die da ins Wasser reichen, aber deswegen haben wir es extra nicht so tief gemacht, es ist nur so 10-20 cm im Wasser, dass die da die ganze Zeit Wasser rausziehen und in den benachbarten Boden ziehen. Ist aber durchaus erwünscht, es hat nämlich den schönen Nebeneffekt, dass die Natur rund um den Teich grün und saftig ist, also dass dieser Teich wirklich eine Wohltat ist für nicht nur die Teichbewohner, sondern alles andere. Ja, was habe ich sonst noch alles in diesem Teich drin? Also wie gesagt, ich bin mit dem Teich sehr zufrieden. Wir machen damit EM praktisch nichts mehr. Dass ich da einmal im Jahr mal 1-2 Liter EM reinmache, wenn ich gerade eine Flasche zur Hand habe. Aber ansonsten die erste Behandlung mit Zeolit und EM und Keramikpulver. Das Keramikpulver sorgt für die Dauerhaftigkeit. Das reicht aus. Also man muss da typischerweise nicht ständig was nachlegen. Das Motto für den Teichbesitzer ist, im Liegestuhl sitzen und nichts tun. Desto weniger man als Teichbesitzer tut, desto besser geht es dem Teich normalerweise. Also das Maximum, was man machen muss, ist ab und zu mal einmal im Jahr vielleicht, wenn das so ein Naturteich ist, der eigentlich gut funktioniert, dann muss man da so gut wie nichts machen und höchstens mal eine kleine Menge EM rein. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, das Wasser ist so klar, dass ich mich hier drin wasche. Morgens gerne mich hier erfrische. Nicht reinspringe, aber mich abspritze einmal. Und reinspringen wegen den Krebsscheren ist das nicht so angenehm hier. Weil die ja ein bisschen, da springen wieder ein paar Frösche. Oh, das ist ein schönes Exemplar. Das ist direkt über da, auf dem Stein sitzt auch einer. So, hier mal von der anderen Seite. Ja, und wir haben hier, was habe ich denn alles drin hier an Sachen? Also Krebsschere und Hornkraut, diese beiden Pflanzen, die wir auch verkaufen, die ich hier regelrecht drin züchte. Aber wir haben auch Posthornschnecke. Wenn ich eine sehe, was ist das hier? Das hier ist eine Posthornschnecke. Man sie erkennen. Das sind witzige Kandidaten, das ist immer lustig, wenn man die sieht.
Dann habe ich hier drin Muscheln, die ich reingesetzt habe. Die sieht man aber nicht, die sind auf dem Boden. Stichlinge haben wir, diese kleinen Fische, die auch Mückenlarven und so fressen. Wir haben Goldfische drin, da haben wir mal Goldfische reingesetzt. Das ist einfach ganz witzig, dass man mal sieht, aha, das ist auch mal was Rotes, was Buntes, was rumschwimmt. Also in dem Fall rot, goldig. Wir haben Froschbiss drin. Das ist das da, der sich nicht so wahnsinnig verbreitet. Aber wir haben eben auch so ein paar andere exotischere Wasserpflanzen drin. Froschbiss ist dieses Runde hier, auch eine schwimmende Wasserpflanze. Das hier neben ist auch eine schwimmende Wasserpflanze. Da setze ich immer mal verschiedene Sachen rein, um einfach zu testen, wie die sich entwickeln. Ob die vielleicht zur Teichklärung beitragen, ob die gut sich entwickeln. Aber Hornkraut und Krebsschere, das sind die Kandidaten, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und dann Gelbrandkäfer sieht man hier immer mal wieder. Also so eine Wasserkäfer, die hin und her schwimmen. Auch ein Anzeiger für gute Wasserqualität. Knoblauchkröte, wer kennt die? Sieht man normalerweise nie, weil die sich verbuddeln am Tag und nur in der Nacht mal rauskommen. Aber die haben riesige Kaulquappen, wo man denkt, was ist denn nun los? Ich dachte schon, das wäre ein Molch oder irgendein Alien. Aber die haben wirklich so eine fetten, dicken Kaulquappen, die also das so eine Länge und so einen Körper haben. Riesige Dinger. Das ist die Knoblauchkröte. Die sehe ich ja auch jedes Jahr, diese Kaulquappen. Im Juni, Juli sieht man die immer. Aber die Kröten habe ich noch nie gesehen, müssen aber sich irgendwo hier versteckt halten. Ja, also das ein kleines Update zu meinem Teich. Und wie gesagt, so der ganze Garten drumherum profitiert davon. Der ganze Garten, die ganzen Tiere, die mobilen Tiere holen sich hier ihre Feuchtigkeit, laichen hier ab. Und auch wir Menschen. Wenn wir irgendwie in den Garten gehen, das Erste, wo man hingeht, ist an den Teich. Mal ein bisschen schauen, sich abkühlen, ein bisschen bespritzen. Die Frösche gucken, die Fische gucken. Die letzten sich ins weiche Gras setzen. Das einzige weiche Gras im ganzen Garten. Also nicht nur für sich selber, sondern auch für die ganze Natur und für das ganze Schwingung eines solchen Gartens ist so ein Teich. Wunderbar. Und wie gesagt, machen Sie nicht zu viel. Vor allen Dingen keine Fische füttern. Einfach genug Wasserpflanzen reinsetzen, weil Fische füttern macht den Teich, es belastet den immer sehr, sehr stark mit Nährstoffen. Und wenn Sie so viele Wasserpflanzen haben wie ich hier, dann heißt es entweder die raustun und mulchen, kompostieren oder verkaufen, so wie wir. Mal ein kürzeres Video, ein kleines Update für lange, schwere Videos war diese Woche. Ist einfach zu heiß. Bis nächste Woche. Tschüss.